sollen die Briefe denn sein? So, haben wenigstens die komisches Baby, hässliches Baby gerettet. Da seid ihr ja. Ich dachte schon, dass ihr in den Flammen umgekommen wärt. Mein Baby, habt ihr mein Baby gefunden? Euer Brief und Ringe sind verloren, doch das Baby geht's gut. Oh. Wollt ihr mir jetzt vielleicht erklären, was es mit dem Trollbaby auf sich hat? Ist er nicht süß, mein kleiner Bert? Ich habe ihn vor einigen Wochen in einem Weidenkorb gefunden, der auf einem Fluss trieb. Er wird groß und stark werden und die Stadt verteidigen. Könnt ihr ihn euch in einer Champion-Rüstung vorstellen? Fantastisch! Dann will ich mal weiter. Danke, dass ihr meinen Kleinen gerettet habt. Genau. Ja, manche Menschen sind sowas von verzweifelt. Göttlichen Drachenritter, er ist hinter mir her. Er wird mich umbringen. Es ist Taurus. Der General hat ihn geschickt. Bitte haltet ihn auf. Habe ich dich endlich, du schmieriger Feigling. Du kannst davonlaufen wie ein Angst. Dieser Trottel wird sein blaues Wunder erleben, wenn er glaubt, dass er es mit mir und meinem bezauberten Armband aufnehmen kann. Nicht so vorschnell, Taurus. Der Angsthase steht unter meinem Schutz eines Drachen. Tatsächlich? Und was ist ein Drache anderes als ein räudiges Reptil, das nicht durch die Gegend kriecht, sondern in der Luft herumflattert? Wirklich ein Drache? Aus dem Weg, du verrücktes Ding, damit ich zu Ende bringen kann, wofür ich hier bin. Und wenn ich deinen Finger, Tom, als Beweis für deinen Tod zurückbringe, werde ich dafür viel, viel Gold bekommen. Das war gut gekämpft. Du meine Güte, Taurus hatte recht. Ich bin ein Feigling. Die Liebe meines Lebens schwebt in Lebensgefahr und ich traue mich nicht, sie zu befreien.
Wollt ihr mir verraten, warum ich mich in einen Kampf auf Leben und Tod verwickelt habe? Weil mein Anliegen die kalte Hand des Todes überstrahlt. Die Liebe ist es, die mich antreibt. Ach, ich hab keine Zeit für die Liebesgeschichten. Aber bitte geht noch nicht. Lasst mich euch von ihr erzählen. Ihr Name lautet Anne und sie wird schon bald General Luxurius, den perversesten aller Perversen in Aleroth, zum Opfer fallen. Meine Güte, er ist ein Monster, ein Vampir in gewisser Weise, der jede Frau entführt, die zu besitzen seine unendliche Lust ihn antreibt. Einige dieser Frauen kehren mit leerem, traurigen Blick, blutig roten Wangen und zitternden Händen zurück, die das Gold halten, mit dem ihr Schweigen erkauft wird. Andere, jetzt hat er sich meine Anne geholt und ich kann nichts dagegen tun. Wie kann ich dir helfen? Ich habe keine Ahnung. Luxurius ist ein mächtiger General, er hat seine eigene Champion-Wache. Sie herauszufordern, das wäre reiner Selbstmord. Mit den Wachen wart ihr schon fertig. Taurus hat von Beweisen euren Todes gesprochen. Vielleicht kann ich euch Beweise hinein... Na gut, wenn ihr einen anderen Weg, dann... Was? Ihr wollt meinen Finger abschneiden? Bitte nicht. Es muss Na gut, wenn ihr einen anderen Weg verhindern findet. Soll euch segnen. Ich weiß nicht, wohin Luxurius seine unschuldigen Opfer verschleppt. Und ich bezweifle, dass er sie einfach in sein Zimmer bringt. Aber okay. Schaut euch in Taurus Haus an der Lanilor-Promenade um. Vielleicht findet ihr dort die eine oder andere Spur. Ich werde derweil nach Hause gehen, in die obere Stadt und werde dort auf euch warten. Ich bitte zum Göttlichen, dass ihr meine arme Anne aus den Fängen des Generals befreien könnt. Ja. Die werden. Die jagen sich einfach hier mitten in der ganzen Zombie-Apokalypse. Wieso auch nicht? Tezimus Haus. Seht her, die Toten kommen nicht allein. Lasst uns das Licht dieser Augen zum Erlöschen bringen. Idioten. Allesamt. Hübsch. Rakan, dieser halunkene Wichser. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Och nee.
3 Schlösser. Hat er funktioniert. Haben wir doch umgebracht, wisst ihr noch. So muss dann da lang. Gehen wir immer ja hier rein. Ha, du hast Skuld erschreckt. Ich und der Meister, wir mögen keine Eindringlinge. Hec blasphema et execranda huius mundi. Wer ist der Meister? Der Ingenieur, der Maschinenintellekt. Und ich bin sein Chefmechaniker. Niemand ist klüger als der Ingenieur und nichts ist tödlicher als seine Fallen. Er lebt wieder, er und Skulk. Wir werden herrschen. Was ist das für ein Ort? Die letzten Überreste von einem Kloster. Einem verfluchten Kloster. Ja, wir haben hier jahrelang im Dunkeln geherrscht. Die Mönche haben ihn verraten, aber er hat sich gerecht. Fallen, fallen, fallen! Tod, tod, tod! Und jetzt die lebenden Toten in der Stadt, geistliche Soldaten, liebende, alles sabbernde Maschinen. Aha, es wird Zeit, dass du mir aus dem Weg gehst, Kleiner. Ich werde dich nicht aufhalten. Bitte sehr, versuch dich an den Fallen. Okay, du kleiner Kackprotze. Das war's, Dog. Immer noch am Leben? Du musst klüger sein, als ich gedacht habe. Warum legt ein komischer Zwerg wie du Fallen in die alten Gruft wie dieser? Ich doch nicht, Dummkopf. Der Ingenieur legt die Fallen. Die Mönche hatten ihn angestellt, ihre Bibliothek zu schützen, aber sie haben ihn verraten und eingesperrt, um ihre Geheimnisse zu bewahren. Darum hat er sie zu seinen untoten Sklaven gemacht und jetzt muss ganz Alleroth dafür büßen. Ist der Meister für diese Untoten verantwortlich? Wer sonst, Dummkopf? Die dummen Mönche haben ihm einen Körper und das Leben geschenkt. Hässlicher Körper, aber nicht so wie Skulk. Bald wird jeder in der Stadt tot sein und der Meister wird sich gerecht haben. Nicht Schalk, Skulk! Ich heiße Skulk und du wirst es nie durch alle Fallen schaffen. Der Ingenieur wird dich erwischen.
wenn du meinst. Für Schwierigkeitsstufe normal wäre ich glaube dutzendmal an den Fallen gestorben. Ach, ich wurde vergiftet. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Lass mich kurz nachdenken. Da. Die Tür geht nicht auf. Oh, beim Göttlichen. Ich habe etwas Glitzerndes in jener Fackel gesehen, aber ich fürchte, ich würde mir die Finger verbrennen. Was macht ihr hier unten? Ich bin Pater Abdus, der letzte lebende Mönch, der in der Abtei gedient hat, welcher einst über dieser Landschaft hier thronte. Wir bewachten in unserer Bibliothek zahlreiche einzigartige Bücher auf. Eines war besonders selten und enthielt verfasst in geheimer Tinte Zauber, von deren Existenz wenige in Rimmelon auch nur zu träumen wagten. Um an dieses Buch zu gelangen, habe ich zusammen mit Bruder Carlos den Geist des Ingenieurs des Verratenen beschworen, in der Hoffnung, dass er uns helfen würde, das Buch zu finden. Aber als er erst die Freiheit erlangt hatte, verübte er seinerseits Verrat an uns. Er übernahm die Kontrolle über Carlos' Körper und überzog in seinem Zorn alle Rot mit der schleichenden Plage. Da fällt mir ein Stichwort ein, ein Sprichwort ein. Man erntet, was man sät. Ja, ich hätte es wissen müssen und die schlafenden Höllenhunde in Ruhe lassen sollen. Aber was geschehen ist, ist geschehen. Lasst uns jetzt einen Weg finden, den Ingenieur aufzuhalten, bevor noch deutlich mehr geschieht. Wir sollten gehen, aber eine Idee, wie wir hier rauskommen? Entweder wir überwinden die Fallen oder wir sterben. Nicht gerade ermutigend, aber wir müssen es versuchen. Viel Spaß noch! Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Was haben wir denn da? Stolz auf dich, weil du die ersten paar Fallen überlebt hast. Das war doch gar nichts. Die waren nur zum Aufwärmen. Du weißt doch ganz genau, dass ich diese Falle bald überwinden werde. Wie wäre es, wenn wir das Ganze etwas abkürzen? Ich gebe dir etwas Gold und du entschärfst alle Fallen. Warum soll ich deine Almosen nehmen, wenn ich doch später deine Leiche plündern kann? Lauf um dein Leben, Minitroll. Ja, verfolge mich jetzt. Ich werde lachen, aber du wirst nichts davon hören, wegen deiner eigenen Schreie. Halt! Geht keinen Schritt weiter, oder ihr werdet in den Flammen des Hades enden. Wusstet ihr von den letzten Fallen? Ich konnte einen Blick auf die Pläne des Ingenieurs werfen, als er seine Fallen und Gerätschaften im Kloster anbrachte. Dieser magischen Falle kann man nicht entkommen. Und sie tötet jeden, der hineintritt, auf der Stelle.
bin davon überzeugt, dass man die Falle entschärfen kann. Aber ich kann euch nicht sagen, wie. Habt ihr einen Plan? Außer, dass ich mich opfere. Ich allein bin schuld an dem Ausbruch. Meine Torheit hat mich dazu geführt, dass ich den Ingenieur beschworen habe. Ich werde die Verantwortung für meine Taten übernehmen und euch den Weg ebnen, diesen Wahnsinn zu beenden. Macht, was ihr wollt, aber es gibt keine andere Lösung. Es gibt immer eine Lösung, mein Freund. Ich werde den Ingenieur aufhalten, selbst wenn ich dabei sterbe. Durch mein Opfer wird wenigstens mein Verbündeter eine Chance haben. Macht, was ihr wollt, aber es gibt keinen anderen. Lol. Erfolgt er wirklich? Bist wohl stolz auf dich, weil du die ersten Jahre... Halt! Geht keinen Schritt weiter. Ich konnte nicht. Ich bin davon überzeugt. Ich werde die Verantwortung für meine... Da muss ich tun, was notwendig ist. Leb wohl. Leb wohl. Alter. Ich sehe, hat jemand einige meiner Fallen überwunden. Vielleicht bin ich ja nach all den Jahren etwas eingerostet. Nicht, dass es meinem alten metallischen Selbst etwas ausmachen würde zu rosten. Dieser weiche Fleischhaufen behagt mir überhaupt nicht. Wie leicht man sich da verletzen kann. Die Schuppen meines Drachen allerdings... Ja, die würden perfekt zu mir passen. Und sie warten ja auch nur noch darauf, dass ich sie mir nehme. Euer kleines Abenteuer wird ganz schlecht für euch enden, Ingenieur. Ganz im Gegenteil, du ignorantes Ding. Meine Armee der Untoten wird alle Rot erobern. Und damit wird mein Triumph seine Vollendung finden. Erhebt euch, Leichen von Bürgern und Champions! Ich befehle euch, diese Kreatur an der Stelle zu töten. Und du, Skulk, starte die Maschinen. Die röhrenden Motoren sollen meinen Sieg einläuten. Schnapp sie dir! Spindel und Maschinen aufrecht. Schaltet seine Geräte aus und ihr schaltet ihn aus.
vergiftet. Ich muss ein Heilmittel finden. Verdammt! Skulk! Verbrannt! Du wirst mit deinem Blut dafür bezahlen, du scheißlicher Hund! Er ist jetzt verwundbar. Lasst sein Blut. Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift bringt mich um. Noch nicht. Ich fühle mich gar nicht gut. Wo ist eigentlich mein Büro? Alter, ich raste raus. Ace, ich hab's geschafft. Aber ich hab eigentlich schon mal viel gerufen, aber irgendwie nicht. Ich warte erstmal. So, Leute. Die Schuppen meines Drachen alle. Glaube, was du willst! Für meine Armee! Erheb und du, Skulk! Ja, ja, das kenn ich schon. Nervige Videosequenz gerade. Das kann man leider auch nicht überspringen. Das ist das Doofe. Dieser dumme Automat hält seine Erwache, mein Tierchen! Maschinen aufrecht. Schaltet seine direkt Geräte aus der Hölle! Ich muss ein Heilmittel finden. Dieses Gift